So, okay. Haben wir wieder ein paar... Ach, warum sind denn... Ist mein Trupp denn immer wieder verteilt? Du und du. Okay, neue Leute habe ich scheinbar... keine. Ach doch, hier ist noch so ein... Dingens-Typ. Achso, dann gucken wir nochmal eben, was hier jetzt wieder auf dieser Schriftrolle steht. Ihr Gesamtpunktestand, verschonte Leben, Gesamtdauer der Mission, 51 Minuten spiele ich schon. Okay, da geht noch ein bisschen was. Okay, zwei zur Auswahl. Nottingham und Lake. Kester, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die holde Marion, Robins Jugendliebe, lebt in Nottingham. Robins Neffe ist in Gefahr. Okay, dann... erstmal den Neffen retten. Robin hat entdeckt, dass sein Neffe, Will Scarlet, vom Sheriff gefangen genommen wurde. Die Männer des Sheriffs werden ihn bald nach Nottingham bringen, um ihn als Bandit vor Gericht zu stellen. Derzeit wird Scarlet im Gefängnis von Leicester... keine Ahnung, festgehalten. Wird es Robin gelingen, ihm zur Flucht zu verhelfen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, natürlich jetzt sofort. So, Robin nehmen wir mit. Jemand, der Schlösser knacken kann. Wer macht denn das? Das scheint mir unmöglich. Achso, ich kann nur vier... wer ist denn der Schlossknacker? Ist das jetzt Studley oder... Das scheint mir unmöglich. Okay, wen lasse ich denn hier? Robin würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube den... Nein, ich möchte nur den... Das scheint mir unmöglich. Hier, Peter Carver lasse ich hier. Und Carver, wer heißt denn noch Carver? Das erinnert mich an irgendwas. Robin nehme ich mit. Ja, der Typ kann heilen, der ist wichtig. Boah, die nehme ich mit. So, kann der... Hat er gerade Kräuter dabei? Nein, hat er nicht. Okay, dann geht's los. Jetzt muss ich gerade die ganze Zeit drüber nachdenken, woher ich den Namen Carver kenne. So. Studley erzählt Robin, dass sein Neffe Will Scarlet zu den wenigen Personen gehört, die versucht haben, dem Sheriff Widerstand zu leisten. Er konnte knapp den Soldaten von Nottingham entkommen, ist schließlich aber dennoch verhaftet worden. Scarlet ist ein ziemlich brutaler junger Mann, aber Locksley gegenüber treu ergeben. Robin muss ihn befreien. Okay. Ich glaube, Carver war einer von Disneys Wochenendkids, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber ich weiß es nicht. Aber irgendwoher kenne ich den Namen. So, zwei Typen. Zack. Das war der erste und das war der... Ja. Zweite. Okay, ein Hauptmann und vier Typen. Was macht der müde Feigling? Was macht der Typ? Ja, komm. Sieh dort nach. Sieh dort nach. Zack. Komm her. Okay, Robin darf jetzt mal eben nicht sterben. Komm, hier nehme ich wieder unseren Mistforken-Mörder. Der soll mal hier übernehmen. Zack, komm her. Ah, der kann auch Leute bewusstlos schlagen, okay. Und natürlich kann er zustechen. Zack und zack. So, nochmal den hier. Mit der Mistforke. Zack. Ah, doch nicht. Näher ran, näher ran. Oh, und zack. So, ein Blick auf die Karte. Okay. Da hinten sind noch ein paar Leute. Gut, ich wähle mal eben wieder alle aus. Ja, so wie es aussieht, kommen wir hier nicht lang. Irgendwo muss es aber einen Weg geben. Vermutlich... hier durchs Dorf? Nee. Ach, hier, da ist Efeu, da kann Robin wahrscheinlich hochklettern.
verschwinde lieber. Ja, er haut erstmal ab. Komm, hau ihn um. Zack, und abstechen. Zack. Für was man so eine Mistfock alles benutzen kann. So, hier den Hauptmann. Komm, hau ihn um. Näher ran. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, und hier ist noch einer. Komm her. Du wirst schon sehen. Zack. Okay, hier können wir mit irgendeinem sprechen, aber ich guck mir nochmal eben diese Schutzrolle an. Komm, lauf. Was sagt uns das? Verdammt, diese Festung ist wirklich gut bewacht. Wenn die Kraft nicht ausreicht, muss man sich auf seinen Verstand verlassen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Burggraben zu überqueren und die Mauern hinaufzuklettern. Nein, wie kommen sie denn darauf? Und die Schriftrolle liegt natürlich genau vor dem Weg nach oben. Okay, noch ein Blick auf die Karte. Da oben, hier sind noch ein paar Leute. Da liegen Steine, keine Ahnung. Da liegen Äpfel. Okay, da ist noch jemand alarmiert. Den muss ich nochmal eben kalt stellen. Ach, er geht einfach weg. So. Hier liegen zwar über Leichen rum, aber auch scheiß drauf. Du hast kein Talent. Komm, geh näher ran und hau ihn um. Er lebt nicht mehr. So, und dann labern wir mal mit dem Typen hier. Sagt, kennt ihr Robin Hood? Ich muss mit ihm sprechen. Schnell, schnell. Es ist wichtig. Ja, ganz zufällig kenne ich ihn. Und ganz zufällig ist er auch schon hier. Ah, Robin Hood. Oh, Sir Robin. Die Räuber wollen den alten Wilfried peinigen. Wilfried, keine Ahnung. Dabei ist er so ein guter Mensch. Was kann er denn dafür, dass er betteln muss? Sagt, ihr werdet ihm doch helfen, nicht wahr? Wo ist denn unser Wilfried? Da sitzt er, okay. Das heißt, wir müssen doch ins Dorf. Dann nehme ich mal unsere Kameraden alle mit. Und park die mal eben unter diesem Baum. Und gehe wieder mit unserem Mistfrocken-Mörder vorwärts. Sind das Soldaten oder sind das ein Hauptmann? Komm, hau ihn um. Zack. Näher ran. Er will sich nicht umhauen. Okay, doch. Jetzt lebt er nicht mehr. Wer kann denn hier Steine, Steine? Steine, Steine? Nö. Keiner kann Steine gebrauchen, okay. Da ist auch ein Soldat. Und hau ihn um. Ja, der atmet nicht mehr. Warum nennt er eigentlich alle Zwerg? Er ist doch eher der Zwerg, oder? Sieht so ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame. So, diese drei noch. Komm, Drehung. Alle drei auf einmal. Zack. Ja, komm, Drehung. Okay, die sind K.O. Der auch. Dann beseitige ich die nochmal eben. Zack. Hier kann Robin mal eben herkommen und den Typen da mit der Faust. Ah, hab vielen Dank, mein Herr, dass ihr mir zu Hilfe gekommen seid. Wilfried steht tief in eurer Schuld. Zögert nicht, mir Fragen zu stellen. Wilfried sieht viele Dinge. Oh, ich will gar nicht wissen, was der alles sieht. Weiter. So, den hauen wir K.O. und dann stechen wir ihn auch nochmal eben ab. So, den können wir... Achso, wir können ihm Geld geben. Er dankt uns und hat uns da was deponiert. Mal sehen, was er zu sagen hat. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Mörder! Ein Mörder, ja.
Ja, du sollst die Schriftrolle nehmen. Feldtagebuch Sergeant Redlock, Montag. Den Anordnungen des Sheriffs entsprechend haben wir die Abwesenheit Sir Ranulfs während seiner Reise zu einem seiner anderen Güter genutzt, um in dessen Festung in Leicester einzudringen und Will Scarlet, ein Feind der Krone, festzunehmen, den der zuvor genannte bereits seit 3 Monaten beherbergt und vor der Justiz beschützt hat. Dies ging recht einfach vonstatten, denn der Verbrecher hatte die Abwesenheit seines Beschützers ausgenutzt, um den Bieren seines Kellers zu frönen. Er widersetzte sich seiner Festnahme gewaltsam. Für den Moment habe ich es als sinnvoll angesehen, ihn in besagtem Keller im Westturm einzusperren und die Falltür verbarrikadieren zu lassen. Er wird sorgsam bewacht und hat keinerlei Möglichkeit zur Flucht. Die Männer, die mit seiner Festnahme beauftragt waren, werden bereits in einigen Tagen aus dem Lazarett zurückerwartet. Alles klar. Der Westturm. Das ist der, okay. Gut, dann nehme ich wieder alle Leute. Und dann muss ich mit Robin wohl mal hier die Mauer hochklettern. Beziehungsweise kann das sonst noch jemand? Ja, Studley kann das auch. Ach, die können das alle? Nee, der Dicke nicht. Okay. Gut, dann schicke ich wieder unseren Mistforkenmörder vor. Nein, da kommt nicht in Frage. Nein? Okay, kann doch nur Robin, weil nur Robin kann darüber springen. Ja, gut. Ja, dann muss Robin mal wieder den Tag retten. Komm hier. Den Bogenschützen. Zack. Okay, dann kann ich doch bestimmt hier irgendwie die Zugbrücke runterlassen, würde ich mal vermuten. Aber erstmal hole ich mir den Bogenschützen. Zack. Dann können die schon mal zum Tor laufen. Okay, da ist eine Wache. Kann ich die... Zack. Einer weniger. Ins Gesicht. Gut, dann lasse ich hier mal das Tor runter. Wie stellt ihr euch das vor? Beziehungsweise jetzt nehme ich mal hier den Decken. Der kann mal ein bisschen Prügel austeilen. Erstmal diesen hier.